deutschen Fernsehshow. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen zu Neo Paradise. Aber du bist ja auch so ein bisschen was wie das iPhone 5 unter den deutschen Fernsehmoderatoren, ne? Dünn, leicht, ja, und sinnloserweise ein bisschen zu groß. Aber ey, tatsächlich bei Apple, ne, das Letzte, was so dünn und leicht war, war der Firmengründer, oder? Das finde ich wirklich toll, ne? iPhone 5, eine tolle. Wir freuen uns heute, denn wir haben wunderbare Gäste heute hier zur ersten Sendung nach der großen Sommerpause. Sie ist den ganzen weiten Weg von Übersee rübergekommen. Sie kommt eigentlich aus Kanada und aus Portugal zugleich. Es würde zu lange führen, das zu erklären, warum das so ist, aber sie ist wahnsinnig erfolgreich. Sie ist eine Sängerin, die Millionen von Platten verkauft und sie wird heute hier singen, aber auch da vorne auf der Couch, und wir zusammen sitzen. Wir freuen uns sehr auf Nelly Furtado. Außerdem. Wir gehen noch weiter, Dankeschön. Außerdem haben wir ihn hier. Er ist mittlerweile stolze 57 Jahre alt. Er hat damals MTV erfunden, uns den Rock'n'Roll erklärt. Jetzt hat er eine neue Sendung bei ZDF Kultur. Number One heißt das Ganze. Da begibt er sich in die Welt der großen Rockstars dieser Erde. Und er wird heute ein paar Geschichten von eben diesen Rockstars bei uns hier erzählen. Wir freuen uns sehr wirklich auf den lieben und netten und sympathischen Kollegen Markus Kafka. Ich bin aufgeregt, ich brauch das so. Ja, das ist hier. Ich brauch das immer so. Ne? Diese wahre Emotion, das kennt man ja gar nicht von dir. Ja. Weißt du, wie ich mich ein bisschen fühle? Wie Bettina Wulff. Wieso denn wie die? Ja, weil ich das auch so brauche irgendwie, ne? Mhm. Ja. Nee, also nicht wie ihr meint, sondern das ist tatsächlich. In der Zeitung stand ja ganz viel über Bettina Wulff, eine Zeit lang. Ne? Und jetzt ist es gerade so ein bisschen abgeflacht. Und was macht sie? Freut sich nicht darüber, sondern schreibt ein Buch und jetzt geht alles wieder los. Also braucht sie das ja wohl irgendwie. Die wollte aufräumen mit ihren ganzen Vorwürfen da aus vergangenen Zeiten. Ne? Aus der Zeit, wo sie eine Nutte war. Ja, die war eben keine Nutte. Sagst du? Ja, du darfst auch nicht sagen, du kriegst sofort eine Anzeige ab im Knast. Du darfst nicht sagen, dass sie eine Nutte war. Die war auch keine Nutte. Und jeder, der diesen Skandal rund um Christian Wulff wirklich aufmerksam verfolgt hat, der wird auch wissen, dass sie keine Nutte gewesen sein kann. Weil? Christian Wulff, der würde ja nie selber für irgendwas bezahlen. Das macht aber tatsächlich, wenn man das jetzt so ein bisschen im größeren Bild sieht, hast du vollkommen recht, ne? Ich meine, das Haus in Großburg-Wedel, guck dir das mal an. Ja? So wohnt doch keine Nutte. Ja, das stimmt. Man denkt ja auch immer so, sie hat ja auch alle möglichen Leute angezeigt, zum Beispiel Günther Jauch und so. Und das hat schon ein bisschen Wirkung gezeigt. Also die ARD ist sehr vorsichtig geworden, hat prophylaktisch erstmal alles aus dem Programm genommen, was irgendwie nach dem Thema Prostitution riecht. Ne? Konsequenterweise gibt es jetzt auch keinen neuen Vertrag für Waldemar Hartmann. Schade. Ja? Also. Na egal, wir reden jetzt über was ganz anderes und manchmal muss man auch nicht mehr reden, da muss man einfach nur zuhören. Wir haben nämlich eine wunderbare Band heute, sie heißen Pierre, Simon und Georg. Sie kommen aus New York, London und Bayern, aber nicht jedes Mal zum Auftritt, das wäre sehr aufwendig, deswegen wohnen sie jetzt alle in Berlin. Und sie heißen I Heart Sharks, so sieht die Platte aus und so hören sie sich an. Sharks, so sieht die Platte aus. Ist heute Weltuntergang? Unsere Doomsday-Clock zeigt nichts mehr an. Ich bin ein bisschen irritiert. Ach du Scheiße. Ja, das heißt nichts Gutes, ne? Scheiße. Wenn ihr euch übrigens wundert, ne, warum hier dieses Schildkrötentag-Plakat nicht mehr steht, ne? Das ist kein Versehen. Nächste Woche gibt es alles zum großen Schildkrötentag aus Essen, der stattgefunden hat. Und wir waren verdammt nochmal dabei. Ja, nächste Woche. Versprochen. Außerdem haben wir Sport gemacht. Ja. Wir haben keinen Sport gemacht. Doch. Nein. Doch. Wir haben noch keinen Sport gemacht. Doch, dass wenn ich Sportklamotten anhabe, ja, und am Ende des Tages ganz doll müde bin, dann habe ich Sport gemacht. Ja, dann nennen wir es von mir aus. Es war kein wirklicher Sport, aber wenn du so möchtest, dann nennen wir Sport. Scholympiade, wo hatten wir es eigentlich genannt? Wir hatten herausgefordert, Moderatoren vom Frühstücksfernsehen gegen uns. Ein fairer Wettkampf. Seht selbst.
die Idee ja, war vom Ding her nicht so schlecht. Nur irgendwie ist einem das so aus dem Ruder gelaufen. Das ist die Wahl über Johann. Wird der Schalt im Glashäufer umlaufen? Ja, das hätten wir lieber sein gelassen. Ne? Tag zusammen. Seit nunmehr 2000 Jahren kämpfen wir beide im deutschen Fernsehen gegeneinander. Und wozu? Nur, um die Nation zu erheitern. Richtig, aber dem sensiblen Zuschauer wird aufgefallen sein, es schlagen zwei Herzen in unserer Brust. Und das eine schreit immer lauter, Zusammenarbeit! Zusammenarbeit! Also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da saßen wir morgens als Gäste beim Frühstücksfernsehen. Und Frühstücksfernsehen sagt schon, es war relativ früh, wir waren beide noch nicht auf der geistigen Höhe, die man sonst so kennt. Und da hatten wir eine Idee in diesem Zustand. Ihr habt doch noch zwei Kollegen hier, ne? Ja, Jan und Matthias. Genau, die beiden. Wir würden gerne euch herausfordern. Zu einem ehrlichen sportlichen Wettkampf. Wir beide gegen euch. Ja. Ihr kommt mit euren Leuten und ihr bringt eure Riesen, wir bringen unsere Riesen. Also, was stattfinden sollte, war eine sogenannte Showlympiade. So hatten wir uns das ausgedacht. Das heißt, dass zwei Shows gegeneinander antreten. Auf der einen Seite das Frühstücksfernsehen, die ausgeschlafenen, disziplinierten, immer gut gelaunten Frühstücksfernsehmoderatoren. Und auf der anderen Seite wir. Ja. Kurzum, wir beiden Nischen-TV-Nappel haben eigentlich keine Chance. Ja? Wir haben uns ein bisschen übernommen und eigentlich auch schon verloren. Die Niederlage scheint besiegelt, aber wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Aber wir werden selbstverständlich auch nicht kampflos aufgeben. Ja? Wir machen das schon. Wenn schon Untergang, dann richtig. Wenn schon Scheiße, dann mit Schwung. Und deswegen werden wir trainieren. Und zwar auf unsere Art und Weise. Hallo. Hiermit ist das Trainingslager offiziell eröffnet. Wir haben dann relativ schnell den Entschluss gefasst, dass es unfair wäre, wenn jetzt nur wir beide trinken dürfen und alle anderen das ausbaden müssen, dass wir betrunken besoffen sind. Und da haben wir dann halt den Entschluss gefasst, dass wir, wenn wir trinken, dann trinken wir im Team gemeinsam. Das heißt, alle, die mitkommen auf den Dreh, sind besoffen. Oh, was willst du denn hier? Was willst du denn hier? Du hast doch Urlaub. An einem freien Tag? Ich hab gehört, hier wird gesoffen. Ey, Moment mal. Nein. Hier wird nicht gesoffen, hier wird trainiert. Und dann ging's los, ne? Gut, das ist ja eine einfache Rechenaufgabe, wenn du morgens um 9 den Wodka da auf den Tisch stellst. Da hat maximal ein halbes Croissant gegessen. Da lässt die gute Laune nicht lange auf sich warten. Ne? Und alle haben mitgemacht, ne? Finde ich schon ein Händchen dafür, wenn etwas eine gewisse Ordnung hat, da Chaos reinzubringen. Also dass man es einfach komplett auf den Kopf stellt, das ganze Ding. Ja, und es ist ja auch irgendwie der Spätsommer. Und das wärmste hier kriegen Sie immer noch das Cognacchen. Gerade beim Sport. Und warm machen geht auch von innen. Mal ganz kurz, mal ernst. Pass auf, die Moderatoren von Frühstücksfernsehen, die verdienen mehr als euch, ihr. Die erwarten höchste Hingabe an das Produkt. Und wenn wir da ankommen und sind voll wie die 10 Russen. Ich muss nichts mehr sagen, alles gut, wir haben. Nein. Wir haben Ihnen gut verstanden. Ich verwarne Ihnen, ich danke Sie. Ich ermahne euch, dass das ein sportliches Ereignis mit Fairness wird und wir dürfen nicht sagen, dass wir voll sind. Okay. Das ist ja wohl klar, dass das nicht rauskommen darf. Ne? Halt so puppenlustig, wie wir waren, hinten im Bus rum. Ne? Und
Ja, jetzt erinnerst du dich wieder. Und dann hat die ZDF-Neo-Chefin angerufen. Klaas, pass mal auf, ich bin ehrlich gesagt ziemlich außer mir. Der Holger hat mir eben eine Info in eine Sitzung reingereicht, dass ihr irgendeinen Dreh macht, bei dem ihr betrunken seid. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das ist, nein, das haben vielleicht die Leute so, nur so erzählt. Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich nehm dich jetzt da wirklich voll. Voll, ja. Simone, wir haben alles unter Kontrolle. Halt doch mal die Schnauze hier. Nein, nee, wirklich ernsthaft. Wir machen nichts. Wir sind ganz normal. Und wir werden Polit-Satire. Wir machen Comedy. Wir machen Comedy mit doppeltem Boden. Ganz deutlich, gucken wir das Material an und wenn ich da irgendwelche Anhaltspunkte habe, dann wird das nicht gewendet. Okay, danke, tschüss, Frau Dr. Emilius. Wir haben ja schon mal angefangen und so, deswegen musste ich dann auch, und das war eher eine professionelle Einstellung, musste ich sie anlügen. Obwohl ich das nicht gerne mache, Vorgesetzte anlügen. Aber es war nicht anders möglich, da ich bereits besoffen war. Oh, ja, ist das so. Das kann auf jeden Fall noch spannend werden, würde ich sagen. Da, ja, ist, ja. Da ist das letzte Rennen noch nicht hier. Da kommt schon der erste Gast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie ist die schönste Portugiesin nach Ana Luís. Sie war bei mir in der Nachbarklasse, die kennt ihr nicht, aber das glaubt ihr mir wirklich. Ja. Sie ist unfassbar talentiert. Sie kann singen, macht das auch professionell, brennt das dann auf CDs, verkauft die, läuft auch ganz gut bei ihr. Sie, kann man sagen, ist sowas wie ein Superstar auf dieser Welt. Sie ist du mit der ganzen Branche der Megastars und ja, Küsschen links, Küsschen rechts. Ne? Sie hat es einfach drauf, würde ich sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Nelly Furtado. Hi. How are you? Hi, I'm good. I think I'm good. Coming this way. Take a seat, please. Okay. I just introduced you. I feel like you we should keep dancing. Yeah, well, we can keep up. But we were not sure whether you can dance in that nice dress, but you could. I did okay. You did okay. Perfectly. Actually, there's one thing. So did Violetta over there. Yeah, Violetta. Yeah. She killed it. Yeah. She always does. actually, I get it. Yeah. The thing is that we do know that you're traveling a lot, that you do a lot of promo interviews and everything, and there might be like every second interview the same questions, and usually we do that the same. Uh-huh. But this time we just want to do it differently. Every time I ask you a question within an interview, you don't have to answer it if you have already been asked it. Okay. What you can do then in that moment is we've got some promo stuff for you over here. You can just hold it into the camera. Oh, okay, perfect. Because then it... I like that. You like that. Because then it it makes more sense for you. Because this is a public stage and we're not really allowed to make promo stuff and everything. But this way we can do it. And on the other hand, we will find out whether we are really that good in finding questions for okay. you. First question is, on the way from being a star to becoming a superstar, do you feel that change? That is a new question. Really? Yeah, you meant like being a star. Being a star and the so you already move on. Maybe famous music right. out there, popular, and then really making the next step to the mega superstar worldwide known? In the beginning it's different. Everything's new for the first time. And so I guess by the time the third album rolled around, it was kind of like, oh, I'm more professional and I think I was better at my job by that time in terms of just kind of rolling along and keeping up with the workload, but
And I don't know, not that much different, but this, yes, it's a difference. And it's a horribly boring answer. So, sorry. There are a lot of, you know, famous people you know. And we found out that maybe the weirdest people, like, for instance, Avril Lavigne is best friends with Marilyn Manson. That's something that you don't expect. They're best friends? They're best friends, right. And at least we read it in a German newspaper. And the question is there somebody in your world of friends that is famous too, that maybe we don't expect him to be your friend? Well, I think... Really? I have to think about this one. I don't have a lot of famous friends. You don't have? Is that weird? Yeah. That, really? But who is somebody who would call your friend who is famous then? I don't know. I don't think I have any famous friends. I gotta have one. Oh, okay. Let's say like somebody I can like text message, like come to the show, come for a drink. Yeah. Josh Groban. Yeah, we Do know him. Do you know him? Yes. You do not even know who he is. Yeah, you're a goddamn liar. Who is he? Who is he? It's this one famous guy. I know him. Who is he? This one famous guy coming around for concerts and drinks. Funny interview. He's famous for having a drink after shows. Yeah. He can't drink that much. He's an amazing singer. He's actually featured on my second album, Mi Plan. My fourth album in Spanish. Mi Plan. He sings a song called Silencio with me. But anyway, let's move on, because you don't know who he is. You know what we can do? You just think for a second, and we just have a look at maybe in Big Hoops. What do you think about that? Oh, yeah. Yeah? Something like that, like that, like that, like that. I bet you never heard something like that, like that, like that, like that. I bet you never seen something like that, like that, like that, like that. Bigger, the better. Big hoops. There's a funny wordplay in big hoops, bigger, better. Big, yeah. Yeah, I do that sometimes in my songs, and then everybody gets the wrong idea. I have no idea why. I thought I would call it big hoops, because I didn't want to call it bigger, the better. Like, that would have been weird. So, the song is about, sort of about earrings, but not really. It's kind of like when I was, like, a little kid, kind of about 13, 14, I used to kind of grab the microphone at parties and sing, and it always made me feel so confident. Like, I just felt like, yeah, I'm rocking the mic. And the bigger the attitude, the better. The bigger the confidence, the better. When you're rocking a show or when you're on the microphone, which is my place to be. But, yeah, that's all it's kind of about. But you just sit there and say nothing, and then I feel like maybe I should add more to the answer. You're just listening. Seriously, that's not very often for us to have somebody like you around here. It's always those the German folk singers and stuff, and it's just it's you over here. Just want to have the most precious time out of it. I know, you're so sweet. Sorry. Thank you. You're sweet too. Yeah. So. Was los? Hast du eine Frage oder was? Ja, ich habe eine Frage, aber ich habe nicht nur irgendeine Frage. Ich habe eine sehr gute Frage. Hören Sie nun die sehr gute Frage. I have a very good question now. So this is my only but very good question. Okay. Yeah. When you were playing in front of the Gaddafi... Oh, wait, someone's asked me that before. No. Let me just take that. It's a very good question. It was a quite good reaction. Today. Yeah. But I was thinking about this question for my half of my life. So I really have to get rid of it now. Okay. Half your life? When, wow. Yeah. Yeah, like older. 6 years. Okay. Yeah. When you were playing in front of the Gaddafi clan, what was it like to play the song All Good Things Come to an End? I wasn't playing in front of them, but I don't go into detail about that because I feel like it's unnecessary because I know what happened. Everyone else can think what they will. But I did perform and I put out my statement about what it was, but I don't like to give details. But let me ask you one last question, because I found out that we had Avril Lavigne in the beginning of the interview. Avril Lavigne is going to marry Chad Kroeger. And as you are kind of, what do you call them, compatriots, is that something that you could imagine too, marry somebody really ugly? Nickelback are kind of amazing. Like, I've met them before, and they're so nice. They are. They don't see what you say now. And you can be honest. This is German TV. So,
I don't know. I mean, it's cool. Two Canadian rockers hanging out and getting married. That's good. We'll see an acoustic set of you right after. Yes. We're looking forward to that. Thank you so far for the interview. I hope kind of it worked out what we thought of. Thank you. Nelly Furtado, ladies and gentlemen. Okay, meine Damen und Herren, so, das da ist Nelly Furtado, die kommt gleich, aber hier, ja, hier ist noch eine andere Band, die heißt I Heart Sharks, bitte sehr. Das waren gerade I Heart Sharks und Nelly Furtado war auch bei uns. Ach, Violetta, du bist es ja. Jetzt hatte ich euch gerade kurz verwechselt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich zurecht, ne? Da kündigen die eben die große Show-Olympiade an und alles, was wir da sehen, ist, dass sie sich volllaufen lassen. Ja, der Wettkampf folgt noch und zwar jetzt. Also, was stattfinden sollte, war eine sogenannte Show-Olympiade. Das heißt, dass zwei Shows gegeneinander antreten. Das hat ein Frühstücksfernsehen willigt ein und sagt, alles klar, unsere Show tritt an gegen eure Show. Und was machen wir? Wir kommen da total besoffen an. Das ist ja wohl klar, dass das nicht rauskommen darf. Reißt euch zusammen! Jetzt reißen wir uns zusammen, okay? Kurz später. Ach, jemand die Chefin von ZDF Neo angerufen. Das ist nicht gut. Guck mal, ich hab zwei Schnecken gefunden. Wir sind halt da aus dem Bus ausgestiegen mit dem festen Vorsatz, dass wir uns so normal wie möglich verhalten und es nicht auffallen wird, dass wir getrunken haben. Also die erste Reaktion von denen, die war verhalten, möchte ich sagen. Ich habe gerade Pipi gemacht. Ich habe dir eine Schnecke aus dem Gebüsch mitgebracht. Wo ist denn eigentlich der Sportplatz? Ist das der oder ist das der Sportplatz? Was ist mit deiner Stimme? Anja, der da? Was ist denn jetzt geht's wieder? Na, das haben wir jetzt. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass jetzt aus dem Bus, mit dem wir da ankamen, da irgendwie 20 Besoffene rauskommen. Yeah. Und die sich alle aufführen wie die Atzen persönlich. Den Umständen entsprechend, muss ich sagen, haben wir uns ganz gut verkauft. Wir haben mal ein bisschen getrunken. Damit das nicht komplett aus den Fugen gerät und der Sack besoffener Flöhe noch zusammengehalten wird, haben wir uns noch Palina mit dazu geholt. Tee. Oh Gott. Schon so grob motorisch, was denn mit dir los? Oh. Hallo Palina. Hallo, Klaas. Die als einzige Nicht-Besoffene dafür gesorgt hat, dass so was Ähnliches wie ein Fernsehbeitrag dabei rauskommt. Ich erkläre die Regeln, die Disziplinen und werde am Ende auch entscheiden, wer gewinnt. Ja. Hallo Matthias. Na? Ja. Hey. Gut. Wir haben da schon Hallo gesagt. Gut. Achso, du wolltest Palina Hallo sagen. Isotonische Sportgetränke. Ich glaube, nach anfänglicher Begeisterung, uns einfach zu sehen, wurde dann ganz schnell ein abgekühlt, die Stimmung. Ne? Ja. Jetzt habt ihr die beiden gerade getroffen. Wie fit sind die? Wie gut sind die? Die Frage ist nicht, wie fit sind die beiden, sondern wie fett sind die beiden. Wie fertig sind die beiden, würde ich eher sagen. Ey, die sind total fertig. Ich weiß gar nicht, warum die gegen uns antreten. Wir hatten uns nüchtern bestellt. Welche Drogen sind da beim Spiel? Da sind keine Drogen im Spiel, die sind einfach so. Aber ich freue mich drauf. Also der Platz ist auch sehr schön. Wirklich einer der besten Plätze, die ich seit langer Zeit gesehen habe. So, nun wollen wir mal auch, wenn so quatschen jetzt geht's auch mal los. Ne? Das Einzige, was man halt merkt, ist, dass da keine Disziplin vorhanden ist. Also wir standen vorhin schon an der selbst markierten Linie. Und das Wichtige ist auch, dass man eben, gerade wenn es so, also wenn es von außen so ein bisschen schwierig wird, dass man dann eben klar bleibt. So, hier Wimpeltausch. So, also das ganze Geplänkel war dann irgendwann vorbei, der ganze Theater da vorher. Irgendwann ging es auch mal los mit den jeweiligen Disziplinen. Mögen die Spiele beginnen! Ja! Kommen wir nun auch schon zur ersten Disziplin. Das 400 Meter Radtandem-Rennen.
Ja, eigentlich vollkommen nachvollziehbar. Jedes Team hat ein Tandemrad und auf mein Signal geht's los. Und wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. So. Diese Gegner aus. Reiß das mal. 3, 2. Gonna be dumb, you gotta be tough. Let's go, weiter. Komm. Scheiße! Sie haben nach 2 Metern das erste Mal gelegen. Wie geil ist das denn? Ich finde es einfach peinlich. Ich finde es peinlich, wie wir uns hier verkaufen. Das ist große Fernsehen, wir sind kleine Fernsehen. Wir verkaufen uns peinlich. Sie kommen und sagen, wenn ihr uns verarscht, ne, seid ihr gefickt. Und sie haben recht. Ich habe versucht, die Kondoms zu wahren. Ja. Du fällst die ganze Zeit. Nein, aber ich habe versucht, die Kondoms. Ich kann nichts dafür, dass dieser ganze Platz ist auf einer Schräge gebaut. Kann es sein, dass der ganze Platz auf einer Schräge gebaut ist? Ja. Wir leben jetzt schon den halben Tag in der Freude des Betrunkenseins der Fernsehstars Joko Winterscheidt und Klaas Häufer Umlauf. Das ist die Wahrheit. Hier, schauen Sie sich das an. Das ist die Wahrheit über Joko Winterscheidt und Klaas Häufer Umlauf. Ich kann total verstehen, dass wir, dass da irgendwie Unmut gab oder so, weil die haben halt tief in den Abgrund geschaut. Viele fragen sich ja, was ist mit den beiden los? Die Frage ist, wo kommt der große Erfolg her? So rückblickend wird einem jetzt langsam ein bisschen was klar. Wenn man jetzt wirklich mal sich dieses ganze Szenerie noch mal vor Augen führt, ne, was da los gewesen ist. Manchmal fällt einem dann so auf, dass halt drumherum alles drunter und drüber geht. Hier pisst einer hin, da trinkt einer noch was, da macht einer ein Tandem kaputt, hier schmeißt sich einer in die Sat.1-Redakteurin an. Thomas Martins, ja. Besoffenste. Hat dem Tonmann die Angel abgenommen und wollte einen Ton angeln. Hat aber aufgrund dessen, dass die Angel relativ lang war, das Gleichgewicht dadurch verloren. Das ist halt einfach nur von links nach rechts gefallen, der konnte gar nichts mehr. Und dieses ganze Chaos, was man nur so am Rande mitkriegt, das spiegelte sich in den Gesichtern jedes einzelnen Mitarbeiters von Sat.1. Nächste Disziplin war 200 Meter Blindstaffellauf, aufgeteilt in 100 Meter Etappen. Wir haben die Augen abgedeckt bekommen mit so einer Schlafbrille. Alle Sachen das Team von Joko und Klaas ausgesucht. Und ja, ich finde es auch mal schön, wenn man zu Gast ist. Aber ich habe ein bisschen Angst, auch das ist hier so ein Propeller so. Irgendwo. Life's a grace that I'm gonna win. Was? komm, mein Gegner. Ich helf dir. Meine Stufe. Seid ihr auf Position? Ja. 1 Zeitpunkt damit gerechnet, überhaupt einen Wettkampf zu gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt keine Angst. Ey. Ich bin einfach so schnell gelaufen, wie ich konnte, ohne dass ich wusste, wohin. Im Finalspiel ging es darum, einen zu heben. Das heißt, der Dünnere muss den Dickeren heben. Wer als Erster den Dicken nicht mehr in der Luft halten kann, das Team hat von ihm verloren. Ne? 3, 2, 1. Darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durch so der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns in Schönheit. Ich kann nicht trauen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Nein!
und das Team Frühstücksfernsehen gewonnen. So, also für, auf die Gefahr hin, dass jetzt hier noch eine Eiszeit herrscht zwischen dem Sat.1 Frühstücksfernsehen und Neo Paradise, was wir natürlich nicht möchten, müssen wir so ein paar Sachen auch akzeptieren, die tatsächlich, wo man auch sagen muss, da habt ihr, da haben Sie, liebe Kollegen, auch recht. Es ist natürlich kein seriöses Fernsehen in dem Sinne gewesen, was wir da gemacht haben, und wir wollen uns da jetzt auch nicht da irgendwie profilieren oder so. Wir wollen auch mal jetzt, hör doch auf, Alter, ich war schon so weit jetzt. Jetzt deswegen wollten wir auch mal Entschuldigung sagen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Frag's nicht. Warum zur Hölle hast du mich gekitzelt? Ich weiß es nicht. Ich war gerade so schockiert, als ich diese Bilder gesehen habe. Ne? Ich werde heute Abend weinen unter der Dusche stehen. Zu Hause. Dieser Film macht betroffen. Das kann man wirklich sagen. Ne? Die Rückkehr des Kreises. Ja, naja, gut. Okay. Also, nichts, wofür man jetzt stolz sein muss. Ne? Aber gut, egal. Willkommen zu unserem nächsten Gast. Ja, und er ist tatsächlich ein wandelndes Musiklexikon. Er hat jahrelang bei MTV moderiert und uns letztendlich die Welt des Rock'n'Rolls erklärt. Er hat da nie mit aufgehört. Darüber hinaus ist er aber noch erfolgreicher Elektro-DJ. Er ist Buchautor. Er ist Man of the Year 1987. Meine Damen und Herren, hier ist Markus Kafka. Hallo Markus. Das war ich tatsächlich 1987, da war ich in einer Foto Bravo Love Story. Wirklich? Ja, wirklich? Ja, die hat im Grufti-Milieu gespielt. Ja, und dann haben sie dich da irgendwie von der Straße weggecastet oder hast du aktiv gesagt, ich will mitmachen? Ich war in München in einem Klamottenladen und dann haben so Bravo-People mich gesehen und das war ja damals ziemlich angesagt, so dieser Gothic-Grufti-Kram. Und da haben sie eine Story konstruiert. Ich bin mit einem Münchner Grufti-Mädchen zusammen und die fährt dann nach London und lernt da so einen Edelgrufti kennen, den Mickey. Einen mit Geld. Einen mit Geld und einen mit den noch geileren Klamotten. Und sie hieß Ratte. Ja. Und ich bin Ratte dann nach London nachgereist, was ziemlich cool war, mal nach London zu kommen. Wie hieß du? Markus. Ah. Hat man ganz gut kaschiert. Ja. Und ich habe es ja wieder zurückgewonnen. Es war sehr mal Happy End bei der Photo Love Story. Ja, das kannst du ja nicht machen, da irgendwie die Leute da. Aber Happy End war das mit deiner Grufti-Zeit nicht so, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere, du hast ja zu Hause im kleinen Dorf in Bayern gewohnt. Als Grufti, sage ich mal, nicht unbedingt die beste lebensfreundliche Umgebung, oder? Nö, kriegst du halt jedes Wochenende aufs Maul. Ja. Aber ist es nicht auch gut, weil Gruftis halt immer so schlecht drauf sind, damit man auch diesen. Damit man diesen depressiven Charakter auch einfach leichter beibehalten kann, klar, und einfach jede Woche wieder runtergebracht wird. Bam, einen in die Fresse und dann guckst du erstmal wieder traurig, wie du auch gucken musst. Und ich habe viele Fotos noch aus dieser Zeit und bei keinem Foto gucke ich in die Kamera. Ich gucke immer auf den Boden, so traurig, man sieht noch nicht mal mein Gesicht. Aber man durfte als Grufti nie in die Kamera gucken und dann irgendwie nur so Cheese- oder Ameisenscheiße sagen, das ging gar nicht. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du mal jemanden in dem Heimatort wieder getroffen hast, dessen Sohn? Tochter. Oder die Tochter, irgendwie der Vater hat dich früher mal verprügelt oder dich immer fertig gemacht, ne? Genau, der war bei den Barbaren, die mich dann immer getreten haben draußen auf dem Disco-Parkplatz. Und der hatte eine Tochter, die hat dann MTV geguckt und irgendwann lag mal auf dem Küchentisch so eine Autogrammkarte, die ich unterschreiben sollte. Und dann meinte meine Mutter so, die ist vom Geiserschorsch, das ist für seine Tochter. Und dann sage ich so, der Geiserschorsch, der Geiserschorsch. Und dann habe ich auf die Karte draufgeschrieben, dein Papa war ein ganz schönes Arschloch. Herzliche Grüße, Markus Kafka. Sehr gut. Sehr gut. Aber was du gemacht hast, und das finde ich ja eigentlich ganz interessant, was du damals auch gemacht hast, weil anders geht's ja nicht auf dem Dorf in Bayern, ist, wenn man sich für Musik interessiert, eigentlich mehr oder weniger als Zaungast dem Rock'n'Roll beiwohnen und zuschauen, wie Rock'n'Roll theoretisch geht. Ne? Ja. So war das doch, oder? Ich habe eine Menge gelernt. Erst saufen, dann Bierkrug über den Kopf ziehen und dann moschen. Ja. Und eigentlich bist du der Sache jetzt, sag ich mal, als Musikjournalist ja auch treu geblieben. Ja, ich gucke weiterhin ganz neugierig zu. Ja.
Du hast jetzt eine Sendung, die, man sagt es so, die ist neu, die gab es schon mal auf einem anderen Sender. Jetzt gibt es die wieder, was uns alle sehr freut. Number One heißt sie, auf ZDF Kultur, beim verfeindeten Sender ZDF Kultur. Abwarten. Läuft das? Ja, abwarten, vielleicht auch bei derselbe. Ja. Sie meine. Und da gucken wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Da hast du die Ärzte getroffen für diese Musikdokumentation und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Was heute geschieht, passiert auch nicht alle Tage. Ich treffe nämlich, Achtung, die beste Band der Welt. Wenn du an deine Kindheit in den 60ern denkst, frühe 70er, was fällt dir da als allererstes ein? Also aus den 60ern bis ich wirklich nur noch, dass ich irgendwie Demonstrationen mitgekriegt habe auf der Straße. Meine Mutter sehr darüber hergezogen hat. Der harmlose Spruch war eigentlich noch, die sollen noch rübergehen, wenn es ihnen hier nicht passt. Ich war dafür auf den Demonstrationen, über die seine Mutter so geschimpft hat, mit meiner Mutter. Ernsthaft. Allerdings, also ich kann mich noch erinnern, wie ich, ohne zu wissen, weil ich da brülle, Ho 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 Chi Minh gerufen habe, begeistert, weil das war ein schöner Schlachtruf. Und da waren so französische Panzer und da bin ich dann erstmal draufgeklettert, habe mich mit den Soldaten angefreundet und meine Mutter, ein Hippie-Mädchen, so, komm da runter. Und ich so, wieso, ist voll cool. Hochinteressant. Zum einen natürlich für Fans, aber auch für Leute, die eben, das finde ich tatsächlich interessant daran, auch wenn man zum Beispiel jetzt kein Fan ist von irgendeiner Band, die du da vorstellst, lernst du die trotzdem so gut kennen, dass man mit dieser Sendung fast Fan werden kann. Stimmt das? Ja, es ist ja so ein bisschen so ein Sozial-Doku-Drama auch. Keine reine Musiksendung, weil diese Leute, ich habe jetzt auch schon viele interviewen müssen, dachte ich zuerst, die für mich musikalisch immer der Satan waren. Ne? So? Phil Collins, Rod Stewart und die ganzen Kollegen fand ich total grottig. Und dann habe ich die aber getroffen und habe gemerkt, dass es kein Zufall ist, dass sie schon so viele Platten verkauft haben, weil das gute Typen sind tatsächlich, die eine gute Geschichte erzählen können. Und das wollen wir halt ein bisschen mit der Sendung. Dass selbst wenn man die langweilig findet, die Leute, dann bleibt man trotzdem dran. Ist das der Grund, warum Phil Collins so super depressiv ist? Weil er eigentlich cool ist und keiner es merkt? Ja, der hat eine extrem harte Zeit bekommen. Klar, das ist in den 80ern für mich Phil Collins, das ging halt nicht. Schon gar nicht als Grufti. Und viele Leute haben halt gesagt, der Typ ist scheiße, den kann man nicht mehr hören, weil die Songs halt ständig im Radio liefen. Der hat aber trotzdem über 100 Millionen Platten verkauft, ist Multimillionär und sitzt jetzt am Genfer See, ganz einsam, sieht nie seine Kinder, hat die dritte Scheidung oder so hinter sich, das hat alles Schweinegeld gekostet. Und das alles, was er machen kann, ist mit seinem Hund zusammen die Manchester United-Spiele gucken, weil keiner mit ihm redet. Ja. Wir haben den gedreht. Both sides of the story, ne? Ja, und der wollte unbedingt mit uns abends noch trinken gehen. Und fahrt nicht weg, warte mal noch was hier. Wirklich? Ja, der ist echt? Ganz, ganz einsam. Und dann sollen wir mal alle da hinfahren zu den Phil Collins? Da freut er sich, tatsächlich. Ja. Nee, komm, da fahren wir statt Schildkrötentag nächstes Jahr. Oder? Fahren wir zu Phil Collins besuchen, mal streicheln, Phil Collins mal drücken. Wirklich. Geld ist nicht alles, der freut sich über Besuch. Herzlichen Dank an Markus Kafka heute bei Neo Paradise. Ja, bleib ruhig sitzen. Und wir haben jetzt noch einmal die Gelegenheit, eine Band zu hören, die bei uns im Schrank ist, und das ist I Heart Sharks. Bitte sehr. Sieht es aus, meine Damen und Herren, es wird morgen im Handel erhältlich sein. The Spirit Indestructible heißt das Album und die Single, die gibt's schon. Und die werden wir jetzt hier in einer ganz besonderen Akustikversion hören von Nelly Furtado. Und die Single heißt auch Spirit Indestructible. Die ist Nelly Furtado bei Neo Paradise.
Kann man nicht alleine lassen. Ne? Da hast du schon vergessen, dass ich an deine Seite gehöre. Nein, unsere Damen und Herren, meine Damen und Herren. Das war es jetzt tatsächlich schon wieder. Das war die erste Folge Neo Paradise nach der Sommerpause. Aber nächste Woche geht es schon weiter. Und da gibt es alles zum Schildkrötentag. Ja? Sven Gewalt is back. Also, bis dann. Dankeschön, wiedersehen, schon mal. Halt so puppenlustig, wie wir waren, hinten im Bus rum, ne? Und dann, ja, jetzt erinnerst du dich wieder. Und dann hat die ZDF-Neo-Chefin angerufen. Klaas, pass mal auf, ich bin ehrlich gesagt ziemlich außer mir. Der Holger hat mir eben eine Info in der Sitzung reingereicht, dass ihr irgendeinen Dreh macht, bei dem ihr betrunken seid. Nein, das stimmt nicht. Das ist, nein, das haben vielleicht die Leute so, nur so erzählt. Ich jetzt mal ganz im Ernst. Also ich nehm dich jetzt da wirklich voll. Voll, ja. Simone, wir haben alles unter Kontrolle. Halt doch mal die Schnauze. Nein, wir, wirklich ernsthaft. Wir machen nichts. Wir sind ganz normal. Und wir werden Polit-Satire. Wir machen Comedy mit doppeltem Boden. Material an und wenn ich da irgendwelche Anhaltspunkte habe, dann wird das nicht gewendet. Okay, danke, tschüss, Frau Dr. Emilius. Wir hatten ja eh schon mal angefangen und so, deswegen musste ich dann auch, und das war eher eine professionelle Einstellung, musste ich sie anlügen. Obwohl ich das nicht gerne mache, Vorgesetzte anlügen. Aber es war nicht anders möglich, da ich bereits besoffen war. Das kann auf jeden Fall noch spannend werden, würde ich sagen. Ja, da ist das letzte Rennen noch nicht hier. Da kommt schon der erste Gast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie ist die schönste Portugiesin nach Ana Luís. Sie war bei mir in der Nachbarklasse, die kennt ihr nicht, aber das glaubt sie mir wirklich. Ja. Sie ist unfassbar talentiert. Sie kann singen, macht das auch professionell, brennt das dann auf CDs, verkauft die, läuft auch ganz gut bei ihr. Sie, kann man sagen, ist sowas wie ein Superstar auf dieser Welt. Sie ist du mit der ganzen Branche der Megastars und ja, Küsschen links, Küsschen rechts. Ne? Sie hat es einfach drauf, würde ich sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Nelly Furtado. And say nothing, and then I feel like maybe I should add more to the answer. I'm just listening. Seriously, that's not very often for us to have somebody like you around here. It's always those the German folk singers and stuff, and it's just now it's you over here. Just want to have the most precious time out of it. I know, you're so sweet. Sorry. Thank you. You're sweet too. Yeah. So. Was los? Hast du eine Frage oder was? Ja, ich habe eine Frage, aber ich habe nicht nur irgendeine Frage. Ich habe eine sehr gute Frage. Hören Sie nun die sehr gute Frage.
have a very good question now. So this is my only but very good question. Okay. Yeah. When you were playing in front of the Gaddafi... Oh, wait, someone's asked me that before. No. Let me just take that. It's a very good question. It was a quite good reaction. Someone asked me today. Yeah. But I was thinking about this question for my half of my life. So I really have to get rid of it now. Okay. Half your life? When, wow. Yeah, like older. 6 years. Okay. Yeah. When you were playing in front of the Gaddafi clan, what was it like to play the song All Good Things Come to an End? I wasn't playing in front of them, but I don't go into detail about that because I feel like it's unnecessary because I know what happened. Everyone else can think what they will. But I did perform and I put out my statement about what it was, but I don't like to give details. But let me ask you one last question, because I found out that we had Avril Lavigne in the beginning of the interview. Avril Lavigne is going to marry Chad Kroeger. And as you are kind of, what do you call them, compatriots, is that something that you could imagine too, marry somebody really ugly? I actually think Nickelback are kind of amazing. Like, I've met them before, and they're so nice. They don't see what you say now. And you can be honest. I'm German. So, I don't know. I mean, it's cool. Two Canadian rockers hanging out and getting married. That's good. We'll see an acoustic set of you right after. Yes. So we're looking forward to that. Thank you so far for the interview. I hope kind of it worked out what we thought of. Thank you. Nelly Furtado, ladies and gentlemen. Okay, meine Damen und Herren, so, das da ist Nelly Furtado, die kommt gleich, aber hier ist noch eine andere Band, die heißt I Heart Sharks, bitte sehr. Dann relativ schnell den Entschluss gefasst, dass es unfair wäre, wenn jetzt nur wir beide trinken dürfen und alle anderen das ausbaden müssen, dass wir betroffen und besoffen sind. Und da haben wir dann halt den Entschluss gefasst, dass wir, wenn wir trinken, dann trinken wir im Team gemeinsam. Das heißt, alle, die mitkommen auf den Dreh, sind besoffen. Was willst du denn hier? Was willst du denn hier? Du hast doch Urlaub. An einem freien Tag? Ich hab gehört, hier wird gesoffen. Ey, Moment mal. Nein. Hier wird nicht gesoffen, hier wird trainiert. Und dann ging's los, ne? Gut, das ist ja eine einfache Rechenaufgabe, wenn du morgens um 9 den Wodka da auf den Tisch stellst. Da hat maximal eineinhalb Croissant gegessen. Da lässt die gute Laune nicht lange auf sich warten. Und alle haben mitgemacht, ne? Finde ich schon ein Händchen dafür, wenn etwas eine gewisse Ordnung hat, da Chaos reinzubringen. Also dass man es einfach komplett auf den Kopf stellt, das ganze Ding. Ja, und es ist ja auch irgendwie der Spätsommer. Und das Wärmste hier kriegen Sie immer noch das Cognacchen. Gerade beim Sport. Und warm machen geht auch von innen. Mal ganz kurz. Thomas! Ganz kurz. Ganz kurz, wir müssen ernst anhören. Pass auf, die Moderatoren von Frühstücksfernsehen, die verdienen mehr als euch, ihr. Die erwarten höchste Hingabe an das Produkt. Und wenn wir da ankommen und sind voll wie die 10 Russen. Ich muss nichts mehr sagen, alles gut, wir haben. Nein. Wir haben Ihnen gut verstanden. Ich verwarne Ihnen, ich danke Sie. Ich ermahne euch, dass das ein sportliches Ereignis mit Fairness wird und ohne. Also, so, wir müssen. Also, wir dürfen nicht sagen, dass wir voll sind. Okay. Das ist ja wohl klar, dass das nicht rauskommen darf. Ne? Ja. Oh, yes. Geile Party.
Wir saßen halt so puppenlustig, wie wir waren, hinten im Bus rum, ne? Und dann, ja, jetzt erinnerst du dich wieder. Und dann hat die ZDF Neo. And at least we read it in a German newspaper. And the question is there somebody in your world of friends that is famous too, that maybe we don't expect him to be your friend? Well, I think... Really? I have to think about this one. I don't have a lot of famous friends. You don't have? Is that weird? Yeah. That, really? But who would be somebody who would call your friend who is famous then? I don't know. I don't think I have any famous friends. You know us. I gotta have one. Oh, okay. Let's say like somebody I can like text message, like come to the show, come for a drink. Yeah. Josh Groban. Yeah, we know him. Do you know him? Yes. You do not even know who he is. Yeah, you're a goddamn liar. Who is he? Who is he? This is one famous guy. I know him. Who is he? This one famous guy coming around for concerts and drinks. Funny interview. He's famous for having a drink after shows. Yeah. He can't drink that much. He's an amazing singer. He's actually featured on my second album, Mi Plan, my fourth album in Spanish. Mi Plan. He sings a song called Silencio with me. But anyway, let's move on because you don't know who he is. You know what we can do? You just think for a second and we just have a look and maybe in Big Hoops. What do you think about that? Oh, yeah. Yeah? Something like that, like that. Big Hoops. There's a funny wordplay in Big Hoops, bigger, better. Big, yeah. Yeah, I do that sometimes in my songs, and then everybody gets the wrong idea. I have no idea why. I thought I would call it Big Hoops, because I didn't want to call it Bigger the Better. Like, that would have been weird. So, the song is about, sort of about earrings, but not really. It's kind of like when I was, like, a little kid, kind of about 13, 14, I used to kind of grab the microphone at parties and sing, and it always made me feel so confident. Like, I just felt like, yeah, I'm rocking the mic. And the bigger the attitude, the better. The bigger the confidence, the better when you're rocking a show or when you're on the microphone, which is my place to be. But, yeah, that's all it's kind of about. But you just sit there and say nothing, and then I feel like maybe I should add more to the answer. You just listen. Seriously, that's not very often for us to have somebody like you around here. It's always those the German folk singers and stuff, and it's just now it's you over here. Just want to have the most precious time out of it. I know, you're so sweet. Sorry. Thank you. You're sweet too. Yeah. So. Was los? Hast du eine Frage oder was? Ja, ich habe eine Frage, aber ich habe nicht nur irgendeine Frage. Ich habe eine sehr gute Frage. Hören Sie nun die sehr gute Frage. Los. Die Frage ist, wo kommt der große Erfolg her? So rückblickend wird einem jetzt langsam ein bisschen was klar. Wenn man jetzt wirklich mal sich dieses ganze Szenerie noch mal vor Augen führt, ne, was da los gewesen ist. Manchmal fällt einem dann so auf, dass halt drumherum alles drunter und drüber geht. Hier pisst einer hin, da trinkt einer noch was, da macht einer ein Tandem kaputt, hier schmeißt sich einer in die Sat.1-Redakteurin an. Thomas Martins, ja. Besoffenste. Hat dem Tonmann die Angel abgenommen und wollte den Ton angeln. Hat aber aufgrund dessen, dass die Angel relativ lang war, das Gleichgewicht dadurch verloren. Das ist halt einfach nur von links nach rechts gefallen, der konnte gar nichts mehr. Und dieses ganze Chaos, was man nur so am Rande mitkriegt, das spiegelte sich in den Gesichtern jedes einzelnen Mitarbeiters von Sat.1. Nächste Disziplin war 200 Meter Blindstaffellauf, aufgeteilt in 100 Meter Etappen. Wir haben die Augen abgedeckt bekommen mit so einer Schlafbrille. Alle Sachen das Team von Joko und Klaas ausgesucht. Und ja, ich finde es auch mal schön, wenn man zu Gast ist. Aber ich habe ein bisschen Angst, auch das ist hier so ein Propeller so. Irgendwo. Life's the greatest that I'm gonna win. Was? komm, mein Gegner. Ich helf dir. Meine Stufe. Seid ihr auf Position? Ja. Drei, zwei, eins. Go.
Zeitpunkt damit gerechnet, überhaupt einen Wettkampf zu gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt keine Angst. Ey. Ich bin einfach so schnell gelaufen, wie ich konnte, ohne dass ich wusste, wohin. Im Finalspiel ging es darum, einen zu heben. Das heißt, der Dünnere muss den Dickeren heben. Wer als Erster den Dicken nicht mehr in der Luft halten kann, das Team hat von verloren. Ne? 3, 2, 1. Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durch so der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen. Und uns bei dir? Ja, du hast ja. Urlaub vom Gehirn. Leute, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen zum iPhone 5 unter den deutschen Fernsehshows. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen zu Near Paradise. Aber du bist ja auch so ein bisschen was wie das iPhone 5 unter den deutschen Fernsehmoderatoren, ne? Dünn, leicht, ja, und sinnloserweise ein bisschen zu groß. Aber so was, tatsächlich bei Apple, ne, das letzte, was so dünn und leicht war, war der Firmengründer, oder? Das finde ich wirklich toll, ne? iPhone 5, eine tolle. Wir freuen uns heute, denn wir haben wunderbare Gäste heute hier zur ersten Sendung nach der großen Sommerpause. Sie ist den ganzen weiten Weg von Übersee rübergekommen. Sie kommt eigentlich aus Kanada und aus Portugal zugleich. Es würde zu lange führen, das zu erklären, warum das so ist, aber sie ist wahnsinnig erfolgreich. Sie ist eine Sängerin, die Millionen von Platten verkauft und sie wird heute hier singen, aber auch da vorne auf der Couch mit mir zusammensitzen. Wir freuen uns sehr auf Nelly Furtado. Außerdem. Wir gehen noch weiter, Dankeschön. Außerdem haben wir ihn hier. Er ist mittlerweile stolze 57 Jahre alt. Er hat damals MTV erfunden, uns den Rock'n'Roll erklärt. Jetzt hat er eine neue Sendung bei ZDF Kultur. Number One heißt das Ganze. Da begibt er sich in die Welt der großen Rockstars dieser Erde. Und er wird heute ein paar Geschichten von eben diesen Rockstars bei uns hier erzählen. Wir freuen uns sehr wirklich auf den lieben und netten und sympathischen Kollegen Markus Kafka. Ich bin aufgeregt, ich brauch das so. Ich bin aufgeregt. Ich finde, ich brauch das immer so. Ne? Diese wahre Emotion, das kennt man ja gar nicht von dir. Ja. Weißt du, wie ich mich ein bisschen fühle? Wie Bettina Wulff. Wieso denn wie die? Ja, weil ich das auch so brauche irgendwie, ne? Mhm. Ja. Nee, also nicht wie ihr meint, sondern das ist tatsächlich. In der Zeitung stand ja ganz viel über Bettina Wulff, eine Zeit lang. Ne? Und jetzt ist das gerade so ein bisschen abgeflacht. Und was macht sie? Freut sich nicht darüber, sondern schreibt ein Buch und jetzt geht alles wieder los. Also braucht sie das ja wohl irgendwie. Die wollte aufräumen mit ihren ganzen Vorwürfen da aus vergangenen Zeiten. Ne? Aus der Zeit, wo sie eine Nutte war. Ja, die war eben keine Nutte. Sagst du? Ja, du darfst auch nicht sagen. Du kriegst sofort eine Anzeige ab in den Knast. Du darfst nicht sagen, dass sie eine Nutte war. Die war auch keine Nutte. Und jeder, der diesen Skandal rund um Christian Wulff wirklich aufmerksam verfolgt hat, der wird auch wissen, dass sie keine Nutte gewesen sein kann. Weil? Christian Wulff, der würde ja nie selber für irgendwas bezahlen. Das macht aber tatsächlich, wenn man das jetzt so ein bisschen im größeren Bild sieht, hast du vollkommen recht, ne? Ich meine, das Haus in Großburg-Wehl, guck dir das mal an. Ja? So wohnt doch keine Nutte. Ja, das stimmt. Man denkt ja auch immer so, sie hat ja auch alle möglichen Leute angezeigt, zum Beispiel Günther Jauch und so. Und das hat schon ein bisschen Wirkung gezeigt. Also die ARD ist sehr vorsichtig geworden, hat prophylaktisch erstmal alles aus dem Programm genommen, was irgendwie nach dem Thema Prostitution riecht. Ne? Dem Rennen. Ja, eigentlich vollkommen nachvollziehbar. Jedes Team hat ein Tandemrad und auf mein Signal geht's los. Und wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. So. Diese Gegner aus. Reiß das mal. 3, 2. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Let's go, weiter. Komm. Scheiße! Sie haben nach 2 Metern das erste Mal gelegen. Wie geil ist das denn? Ich finde es einfach peinlich. Ich finde es peinlich, wie wir uns hier verkaufen. Das ist große Fernsehen, wir sind kleine Fernsehen. Wir verkaufen uns peinlich. Sie kommen und sagen, wenn ihr uns verarscht, ne, seid ihr gefickt. Und sie haben recht. Ich habe versucht,
Ich habe versucht, die Kondoms zu wahren. Ja. Du fällst die ganze Zeit. Nein, aber ich habe versucht, die Kondoms. Ich kann nichts dafür, dass dieser ganze Platz ist auf einer Schräge gebaut. Kann es sein, dass der ganze Platz auf einer Schräge gebaut ist? Ja. Wir erleben jetzt schon den halben Tag in der Freude des Betrunkenseins der Fernsehstars Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Das ist die Wahrheit. Hier, schauen Sie sich das an. Das ist die Wahrheit über Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf. Ich kann total verstehen, dass wir, dass da irgendwie Unmut gab oder so, weil die haben halt tief in den Abgrund geschaut. Viele fragen sich ja, was ist mit den beiden los? Die Frage ist, wo kommt der große Erfolg her? So rückblickend wird einem jetzt langsam ein bisschen was klar. Wenn man jetzt wirklich mal sich dieses ganze Szenerie noch mal vor Augen führt, was da los gewesen ist. Manchmal fällt einem dann so auf, dass halt drumherum alles drunter und drüber geht. Hier pisst einer hin, da trinkt einer noch was, da macht einer ein Tandem kaputt, hier schmeißt sich einer in die Sat.1-Redakteurin an. Thomas Martins, besoffenste. Hat dem Tonmann die Angel abgenommen und wollte einen Ton angeln. Hat aber aufgrund dessen, dass die Angel relativ lang war, das Gleichgewicht dadurch verloren. Es ist halt einfach nur von links nach rechts gefallen. Der konnte gar nichts mehr. Und dieses ganze Chaos, was man nur so am Rande mitkriegt, das spiegelte sich in den Gesichtern jedes einzelnen Mitarbeiters von Sat.1. Nächste Disziplin war 200 Meter Blindstaffellauf, aufgeteilt in 100 Meter Etappen. Wir haben die Augen abgedeckt bekommen mit so einer Schlafbrille. Alle Sachen das Team von Joko und Klaas ausgesucht. Und ja, ich finde es auch mal schön, wenn man zu Gast ist. Aber ich habe ein bisschen Angst, auch das ist hier so ein Propeller so. Irgendwo. You're right after. Yes. So we're looking forward to that. Thank you so far for the interview. I hope kind of it worked out what we thought of. Thank you. Nelly Furtado, ladies and gentlemen. Okay, meine Damen und Herren, so, das da ist Nelly Furtado, die kommt gleich, aber hier, ja, hier ist noch eine andere Band, die heißt I Heart Sharks, bitte sehr. Und das ist die neue Geschichte. 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 Und wir machen 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 neue Geschichte. Das war gerade Furtado war auch bei uns. Ach, Violetta, du bist es ja. Jetzt hatte ich euch gerade kurz verwechselt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich zurecht, ne? Da kündigen die eben die große Show-Olympiade an und alles, was wir da sehen, ist, dass sie sich volllaufen lassen. Ja, der Wettkampf folgt noch und zwar jetzt. Also, was stattfinden sollte, war eine sogenannte Show-Olympiade. Das heißt, dass zwei Shows gegeneinander antreten. Das Sat.1 Frühstücksfernsehen willigt ein und sagt, alles klar, unsere Show tritt an gegen eure Show. Und was machen wir? Wir kommen da total besoffen an. Das ist ja wohl klar, dass das nicht rauskommen darf. Reißt euch zusammen! Ich muss schnell haben. Jetzt reißen wir uns zusammen, okay? Gut, später. Ach, jemand die Chefin von ZDF Neo angerufen. Das ist nicht gut. Ich hab zwei Schnecken gefunden. Wir sind halt da aus dem Bus ausgestiegen mit dem festen Vorsatz, dass wir uns so normal wie möglich verhalten und es nicht auffallen wird, dass wir getrunken haben. Also die erste Reaktion von denen, die war verhalten, möchte ich sagen. Ich habe gerade Pipi gemacht. Ich habe dir eine Schnecke aus dem Gebüsch mitgebracht. Wo ist denn eigentlich der Sportler? Ist das der oder ist das der Sportler? Was ist mit deiner Stimme? Anja, der da? Das haben wir jetzt. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass jetzt aus dem Bus, mit dem wir da ankamen, da irgendwie 20 Besoffene rauskommen. Yeah. Und die sich alle aufführen wie die Atzen persönlich. Den Umständen entsprechend, muss ich sagen, haben wir uns ganz gut verkauft. Wo hier sagt man, aus der Zeit, wo so eine Nutte war. Die war eben keine Nutte.
Das sagst das, du. Ja, du darfst auch nicht sagen, du kriegst sofort eine Anzeige ab in den Knast. Du darfst nicht sagen, das ist eine Nutte, weil die war auch keine Nutte. Und jeder, der diesen Skandal rund um Christian Wulff wirklich aufmerksam verfolgt hat, der wird auch wissen, dass sie keine Nutte gewesen sein kann. Weil? Und Christian Wulff, der würde ja nie selber für irgendwas bezahlen. Das macht aber tatsächlich, wenn man das jetzt so ein bisschen im größeren Bild sieht, hast du vollkommen recht, ne? Ich meine, das Haus in Großburg-Wehl, guck dir das mal an. Ja? So wohnt doch keine Nutte. Ja, stimmt. Man denkt ja auch immer so, sie hat ja auch alle möglichen Leute angezeigt, zum Beispiel Günther Jauch und so. Und das hat schon ein bisschen Wirkung gezeigt. Also die ARD ist sehr vorsichtig geworden, hat prophylaktisch erstmal alles aus dem Programm genommen, was irgendwie nach dem Thema Prostitution riecht. Ne? Konsequenterweise gibt es jetzt auch keinen neuen Vertrag für Waldemar Hartmann. Schade. Ja? Also. Na egal, wir reden jetzt über was ganz anderes und manchmal muss man auch nicht mehr reden, da muss man einfach nur zuhören. Wir haben nämlich eine wunderbare Band heute, sie heißen Pierre, Simon und Georg. Sie kommen aus New York, London und Bayern, aber nicht jedes Mal zum Auftritt, das wäre sehr aufwendig, deswegen wohnen sie jetzt alle in Berlin. Und sie heißen I Heart Sharks, so sieht die Platte aus und so hören sich an. So sieht die Platte aus. Ist heute Weltuntergang? Unsere Doomsday-Glocke zeigt nichts mehr an. Ich bin ein bisschen irritiert. Ach du Scheiße. Ja, das heißt nichts Gutes, ne? Scheiße. Wenn ihr euch übrigens wundert, ne, warum hier dieses Schildkrötentag-Plakat nicht mehr steht, ne? Das ist kein Versehen. Nächste Woche gibt es alles zum großen Schildkrötentag aus Essen, der stattgefunden hat. Und wir waren verdammt nochmal dabei. Ja, nächste Woche. Versprochen. Außerdem haben wir Sport gemacht. Ja, ja. Wir haben keinen Sport gemacht. Doch. Nein. Doch. Wir haben noch keinen Sport gemacht. Doch, dass wenn ich Sportklamotten anhabe, ja, und am Ende des Tages ganz doll müde bin, dann habe ich Sport gemacht. Ja, dann nennen wir es von mir aus. Es war kein wirklicher Sport, aber wenn du so möchtest, dann nennen wir Sport. Scholympiade hatten wir es eigentlich genannt. Wir hatten herausgefordert, Moderatoren vom Frühstücksfernsehen gegen uns. Ein fairer Wettkampf. Seht selbst. Deutlich, guck mir das Material an und wenn ich da irgendwelche Anhaltspunkte habe, dann wird das nicht gewendet. Okay, danke. Tschüss, Frau Dr. Emilius. Wir hatten ja eh schon mal angefangen und so, deswegen musste ich dann auch, und das war eher eine professionelle Einstellung, musste ich Sie anlügen. Obwohl ich das nicht gerne mache, Vorgesetzte anlügen. Aber es war nicht anders möglich, da ich bereits besoffen war. Oh, ja, ist das denn? Das kann auf jeden Fall noch spannend werden, würde ich sagen. Da, ja, ist, ja. Da ist das letzte Rennen noch nicht hier. Da kommt schon der erste Gast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie ist die schönste Portugiesin nach Ana Luís. Sie war bei mir in der Nachbarklasse, die kennt ihr nicht, aber das glaubt sie mir wirklich. Ja. Sie ist unfassbar talentiert. Sie kann singen, macht das auch professionell, brennt das dann auf CDs, verkauft die, läuft auch ganz gut bei ihr. Sie, kann man sagen, ist sowas wie ein Superstar auf dieser Welt. Sie ist du mit der ganzen Branche der Megastars und ja, Küsschen links, Küsschen rechts. Ne? Sie hat es einfach drauf, würde ich sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Nelly Furtado. Hi. How are you? Hi, I'm good. I think I'm pretty good. Take a seat, please. Uh,
okay. I just introduced you. I feel like we should keep dancing. Yeah, well, we can keep. But we were not sure whether you can dance on that nice dress, but you could. I did okay. You did okay. Perfectly. Actually, there's one thing. So did Violetta over there. Yeah, Violetta. She killed it. Yeah. She always does. I get it. Yeah. The thing is that we do know that you're traveling a lot, that you do a lot of promo interviews and everything, and there might be like every second interview the same questions, and usually we do that the same. Uh-huh. But this time we just want to do it differently. Every time I ask you a question within an interview, you don't have to answer it if you have already been asked it. Okay. Okay? I get it. What you can do then in that moment is we've got some promo stuff for you over here. You can just hold it into the camera. Oh, okay, perfect. Because then it... I like that. You like that. Because then it it makes more sense for you. Because this is a public stage and we're not really allowed to make promo stuff and everything. But this way we can do it. And on the other hand, we will find out whether we are... Keine Angst. Ich bin einfach so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ohne dass ich wusste, wohin. Im Finalspiel ging es darum, einen zu heben. Das heißt, der Dünnere muss den Dickeren heben. Wer als Erster den Dicken nicht mehr in der Luft halten kann, das Team hat von ihm verloren. Ne? 3, 2, 1. Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durch so der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns in Schuld. Ich kann nicht trauen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Nein! Durch einen fatalen Stolperer hat das Team Neo Paradise verloren und das Team Frühstücksfernsehen gewonnen. So, also auf die Gefahr hin, dass jetzt hier noch eine Eiszeit herrscht zwischen dem Sat.1 Frühstücksfernsehen und Neo Paradise, was wir natürlich nicht möchten, müssen wir so ein paar Sachen auch akzeptieren, die tatsächlich, wo man auch sagen muss, da habt ihr, da haben Sie, liebe Kollegen, auch recht. Es ist natürlich kein seriöses Fernsehen in dem Sinne gewesen, was wir da gemacht haben, und wir wollen uns da jetzt auch nicht da irgendwie profilieren oder so. Wir wollen auch mal jetzt, hör doch auf, Alter. Ich war schon so weit jetzt. Jetzt deswegen wollten wir auch mal Entschuldigung sagen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Frag's nicht. Warum zur Hölle hast du mich gekitzelt? Ich weiß es nicht. Ich war gerade so schockiert, als ich diese Bilder gesehen habe. Ne? Ich werde heute Abend weinen unter der Dusche stehen. So. Dieser Film macht betroffen. Ja. Das kann man wirklich sagen. Ne? Die Rückkehr des Kreises. Ja, naja, gut. Okay, also nichts, wofür man jetzt stolz sein muss. Ne? Aber gut, egal. Willkommen zu unserem nächsten Gast. Ja, und er ist tatsächlich ein wandelndes Musiklexikon. Er hat jahrelang bei MTV moderiert und uns letztendlich die Welt des Rock'n'Rolls erklärt. Er hat da nie mit aufgehört. Darüber hinaus ist er aber noch erfolgreicher Elektro-DJ. Er ist Buchautor. Er ist Man of the Year 1987. Meine Damen und Herren, hier ist Markus Kafka.